Teamtag der Ipsitzer Baufirma Spreitzer. Die Challenge war, Mr. Universe zu besiegen. Aber wer von den beiden ist Mr. Universe und Weltmeister im Bodybuilding? Bei diesem Anblick von Fabian Meyer kann schon was im Hals stecken bleiben. Der Anblick der Gesundheitsexpertin Heidi Sikora ist da schon charmanter. Sie informierte über Fitness im Job. Dann holte Pole-Dance-Künstlerin Ina Meierhofer alle 30 Mitarbeiter an die Stange. Auch Mr. Universe und Baumeister Spreitzer mussten ran. Die Welt sieht ganz anders aus, wenn man die Perspektive ändert. Und dann ging es in die Challenge gegen Mr. Universe. Die 50 Kilo Hanteln sehen ja recht niedlich aus, werden aber skeptisch betrachtet. Die Technik der Mitarbeiter, die Hanteln zu schleppen, war recht unterschiedlich angelegt. Eher wie auf der Baustelle die Zementsäcke. Ganz anders der Weltmeister. Er ging bei der Sache mit Eleganz ans Werk. Die gestrenge Jury hatte ein wachsames Auge auf Zeit und Zentimeter. Beim Gewichtheben war Teamwork angesagt. Und dann das den Mitarbeitern eher vertraute Balkenwerfen, bei dem wiederum der Weltmeister eine andere Technik entwickelte. Auch hier tut man sich als Team leichter. Der nicht ganz ernst zu nehmende Wettkampf zeigt schlussendlich leichte Vorteile für das Team Spreitzerbau, das mit einem gemütlichen Zusammensein den erfolgreichen Teamtag ausklingen ließ. Am Schluss wussten jedenfalls alle, wer der wahre Mr. Universe ist.